dieses komische, pinke Grützenhaus hier, da können wir jetzt hinein. Hallöchen. Willkommen, na? Bitte auf Großmütterchens blaues Elixier. Kaum getrunken, schon ein bisschen fit. Nur zu, probier mal. Hätte gerne hier den Pilz. Was mit dem hier? Ah, mein Kind, eine gute Wahl. Dieser Artikel gibt es nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf, wie Super Mario. Einmal riechen und du bist hellwach. Achso, das war die andere Art von Pilz. Egal. Einen Wegpilz für 60 Rubine kaufen. Auf jeden. Wegpilz. Bei dem Gestank wird man hellwach. Den könnte ich im Lab gebrauchen. Ein guter Einkauf. Großmütterchens blaues Elixier ist aber auch zu empfehlen. Bitte. Das ist ein Familienrezept. Bitte kauf es. Fein. Schon mal Mütterchens blaues Elixier probiert. Mach dich fit. Zum Minden in der Flasche. 60 Rubine. Nee, jetzt im Moment nicht. Weiß nicht? Du musst aber wissen. So, wunderbar. Wir haben den Pilz, womit wir den Schuhmacher wecken, womit wir die Pegasus-Schiefe bekommen, womit wir zum nächsten Dungeon gelangen. Aber eventuell wird das heute noch nicht passieren, da ich mich noch ein bisschen umschauen werde. Oh, ich muss unten lang. Okay. Bis gleich. Wir haben ja noch gar nicht geschaut, was es hier oben überhaupt so alles zum Entdecken gibt, wenn man hier kleiner wird. Ding! Und zwar können wir jetzt hier über die Brücke in ein geheimes kleines Loch fallen. Hui! Und die Kiste mitnehmen im Glücksfragment. Komm hier unten freispringen. Nein. Sieht ein bisschen so aus auf der Overworld, weil ihr seht, da unten ist so eine Höhle. Nee, kleiner werden ist jetzt tatsächlich nur dafür. Mehr kann man hier nicht machen. Das ist war alles. Bisschen schade. Aber na gut, was soll's. So, lass doch mal sehen. Also. Waren wir da schon lang? Oder sind wir hier einfach so nach rechts lang gegangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier. Nee. Was zum... Ernsthaft? Hätte ich das vorhin machen können? Nee, hätte ich nicht. Das von woanders. Okay, na gut. Nee, waren wir noch nicht. Ich mag es zu erkunden. Vor allem, wenn es was komplett Neues ist. Alles so blau hier. So ein Wirrwald oder so. Ein weißer Tingel. Lass mich raten, da heißt Mingel. Und dann gibt es noch Gingel und... Lingel und Schlingel. Was ist hier für ein Samurai-Haus? Hallo? Guten Tag? Wauwau! Ja genau, Wauwau! Warte mal, lass uns doch mal mit dem Wauwau sprechen! Vielleicht hat er was zum Traden. Willst du tauschen, Kleiner? Tatsache! Mein Herrchen Aya kommt immer so spät nach Hause! Ja, wo freuen wir was? Nee. Ching! Yay! Schnappzu. Ach, das ist Schnappzu. Ihr müsst auch das Futter geben. Hö, wo ist das denn? Warum das ist? Da ist eine Kiste. Okay, unten rechts auf der Map. Alright. Ich werde dafür aber jetzt erstmal groß, weil ich glaube, jetzt klein Link wird das nur scheitern. Aber mit ihr muss ich doch reden fürs Hundefutter. Ach, hier rein wahrscheinlich. Ja. Leere Flasche halten! Yeah, jetzt haben wir zwei Flaschen! Das Futter für dich! Na komm! Da, guck, da ist Futter! Futter! Willst du kein Futter? Nicht mein Problem. Wer hat das schon aufgegessen? Okay. Ich akzeptiere es einfach mal, wie es ist. Hallöchen! Bist du Herr Fee? Du bist doch Herr Fee, oder? Ting hat mir ein Fragment gegeben! Du wirst Fragment fallen, sagt er. Wie sieht's aus? Yo, mein Name ist David Junior. Was? Okay, lass uns mal festhalten. Es gibt einmal Tingle, es gibt Jingle, Gruß an Jingle, und es gibt David Junior. Seems Legend. Ah, schade. Ich habe leider nichts für ihn. Es tut mir leid, Junge. Es tut mir leid. Ich kann David Junior leider nichts mehr anbieten. Was eine Tragödie. Ich weiß. Ach, ist das schade, Leute. Naja. Ich hab Spaß. Auf jeden Fall. Na gut. Beim nächsten Mal kommen wir auf jeden Fall zum Schuhmacher mit dem Wegpilz. Wir könnten aber auch
Nee, da war ich doch schon, oder? Ich meine, das waren wir schon. Was könnten wir noch machen? Wir könnten hier die Kiste noch schnell holen. Wir könnten hier die zwei Sachen holen. Hier die zwei Sachen holen. Oder eine Sache zumindest, andere komme ich noch nicht dran. Und ansonsten, ja. Ich hätte den Satz jetzt beendet mit bis zur nächsten Folge, aber hat irgendwie alles zu gut geklappt. Hab das einfach alles ein bisschen verschoben. Egal, machen wir einfach weiter. Seit wann stehst du eigentlich hier? Hier wird das Forst wohl nicht zu finden sein. Nee. Stehen irgendwie neue. Ja, die habe ich schon gesehen. Was macht sie hier? Geht sie jetzt die Milch ausliefern? Mit einer schönen Kutsche. Aber es ist kein echtes Pferd, oder? Ist das ein echtes Pferd? Ah doch, es ist ein echtes Pferd. Sah nicht so echt aus. Schnaup! Ah, willkommen. Ich bitte dir gesunde Landmilch an. Eine Flasche kostet volle 100 Rubine. Ja, bitte. Eine M-Milch, London-Milch. Vielen Dank, kauf bald wieder ein. Ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe. Ich finde sie einfach so nett. Ich weiß es nicht. Egal. Danke für die Milch. Ist bestimmt hilfreich. Bestimmt werde ich sie nöten trinken. Kann man das Forst in die Hand nehmen? Ach, du bist ja noch ein Kind. Ja, ich habe doch keine Ahnung, Mann. Wo wollte ich jetzt eigentlich lang? Ach genau, ich weiß nicht, wo ich lang wollte. Ich wollte zum Schuhmacher, denn wir haben ja jetzt einen Mushroom. Und dieser Mushroom wird jetzt erstmal hier vorne abgegeben. Bei dem guten alten Schuhmacher. Oha, dieser Geruch, der durch und durch geht. Der Duft des Wegpilzes. Hast du mich geweckt? Danke, ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Nanu, was ist das denn? Das sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen, weißt du? Okay, mischte da jemand was in deinen Kaffee rein oder so zufällig? Keine Ahnung, aber wenn du jetzt hier bist und Schuhe unbedingt brauchst, ne, dann schenke ich dir einfach die Schuhe. Einfach nur, weil du mich geweckt hast. Du hast mein Business gerettet. Ja, bei den 10 Leuten, die ja auf jeden Fall jeden Tag reingehen, ne, ist überhaupt nicht leer oder so der Laden. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, auf jeden Fall, Moment. Ich mache sie kurz fertig. So, Sohle, super, okay. Da werden sie fertig, bitteschön. Schumms exklusive Pegasus-Stiefel. So leicht, dass du rennst wie der Wind. Yay, neue Stiefel erhalten. Gerade waren sie 3D, jetzt sind nur noch 2D. Halte den Knopf gedrückt. Welchen Knopf? Okay, um zu rennen wie der Wind. Oh, ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Schuhe für Zelda? Hm? Aber sie ist doch versteinert. Merken die das nicht? Weiß das niemand? Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast oder so. Keine Ahnung. Okay, wie renne ich jetzt? Wir haben jetzt angeblich neue Schuhe. Ah, die muss man ausrüsten. Ah, ich dachte, die werden automatisch angezogen. Nee. Okay, mit diesen Schuhen können wir jetzt rennen. Bam. Bam. Oh yeah. Da kommen wir doch nicht durch. Na gut, aber ich glaube, damit können wir sogar jetzt weiterkommen im Spiel. Weil... Ach, verdammt, hier ist der Ausgang. Hä, du bist hier neu. Ich bin beim letzten Wettkampf ziemlich weit gekommen. Wettkampf? König will das bestimmt für den Frieden ersetzen. Okay, ich weiß nicht, ob die neu sind, die Characters, aber es ist ja alles ein bisschen anders aufgebaut, alles ein bisschen komisch. Was soll's? Soll mich nicht stören. Wo muss ich nochmal lang? Oben. Bin dran vorbei. Ups. Hey. Ich hab mich versucht abzuschießen. Habt ihr es gesehen? Unmöglich, Mann. Unmöglich. Jetzt können wir die ganze Zeit rennen. Aua. Wir können auf solche Leute durchrennen, aber diesmal macht es Schaden. Nicht so gut. Ah, hier gab's doch nichts. Ah, hier gab's doch gar nichts. Ich musste... Wo muss ich lang? Hier links? Komm schon, komm schon, komm schon. Hier lang. Warte mal. Eine Sache will ich testen. Kann ich hier durch? Bam. Nee. Ich kann es nicht zum Erschütten bringen oder so. Ah, den Rubin krieg ich aber. Okay, schön. Wunderbar. Wie kommen wir jetzt darüber? Mit den Schuhen? Normalerweise sinken wir hier. Scheinbar bekommen wir mit den Schuhen einfach auf Wasser rennen. Der mich Moses oder was? Ist ja richtig geil. Na gut.
Okay, das ist ja richtig nice. Das gefällt mir. Oh, die sind Stacheln. Oh, okay, über das Wasser kann ich aber nicht rennen. Nur über die Grütze hier. Okay, dann muss ich von der anderen Seite kommen. Hier gehen wir hoch. Die Schnecke verfolgt mich schon. Ich will aber nicht, dass die Schnecke mich verfolgt. Das finde ich nicht so gut. Was bist du denn für einer? Eine höchst merkwürdige Gesteinsstatue. Dieses Auge ist irgendwie unheimlich. Ja, was du nicht sagst. Hey, Kumpel. Bam. Bam. Hey, schaut mal, hier unten ist was. Du kleiner Link. Kann ich dich vielleicht aufwecken? Bonk. Bonk. Bonk ins Auge. Ins Auge. Piu, piu. Nee, das juckt ihn nicht. Na gut, dann hau ich ab. Tschüssel. Warte mal. Ich runter? Nee, geht gar nicht. Muss ich hier erstmal wieder runterklettern. Und dich beseitigen. Ah nee, da komme ich nicht lang. Okay. Nee, das ist egal. Dann gehen wir erstmal nach oben weiter. Bonk. Wieder der Typ. Ich habe vergessen, wie ich den besiegt habe. Ich glaube mit Bomben oder so. Ich glaube, der ist es nicht wert. Aua. Der wird es nicht wert sein zu killen. Da komme ich auch nicht lang. Steine? Steine. Nee, wenn ich klein bin, kann ich da lang. Wie wäre ich denn hier klein? Eine Höhle. Dun, 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 dun. Aua, aua. Das lebt noch. Das Kackding lebt noch. Bam. Ach man, ich will so ein Ding auf so eine rüberhauen hier. Komm her, komm her. Bam. Yeah. Und ich wollte Rubine sagen. Bomben. Hallöchen. Ha, ha. Das ist noch mehr. Ich habe sehr viele Leben, aber ich sollte trotzdem nicht so mich schlecht anstellen. Ich sollte schon ein bisschen skillen. Oh, eine Kiste. Was zum... Eine Falle. Oh, ein Wächter, der den Schatz beschützt. Sei vorsichtig. Oh mein Gott. Also vor dem habe ich richtig Angst jetzt. Der sieht voll cool aus. Okay, okay. Wenn der mit Schwert und Schild kämpft, mache ich das Gleiche. Bam. Na komm, na komm. Mist. Der beschützt dich sehr gut. Okay. Na komm. Na komm. Komm, greif mich an. Bam. Mhm. Bam. Ich hab ihn. Da war ich mal gar nicht mehr so schlecht. Warte, ist hier was? Nee, aber warum ist es hier so rot? Sein Blut. Und nein. Fuchsfragment. Ein goldenes Fuchsfragment. Ah. Ob das mehr wert ist, wer weiß das schon. Aber das war ein sehr interessanter Kampf. Der Typ hatte echt einiges drauf. Der war cool. Also ich meine, der sah auch cool aus. So. Ja. Was haben wir noch so alles? Ja, eine Muschel. Warte, von hier kam ich doch gerade, oder? Nee. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo ich bin. Aber wir werden schon noch herausfinden. Das ist auf jeden Fall ein langes Gebiet. Warte, hier war ich doch. Hä? Warte mal. Ich konnte die ganze Zeit nach oben lang? Hab ich nicht gesehen. Ups. Ups, ups. Schwinde mal bitte. Dankeschön. Ich kann hier runter oder hier die Brücke entlang. Aha. Neues Gebiet. Oder zumindest neuer Abschnitt von diesem Gebiet. Da ist ein langer Sumpf. Kumpel! Der ignoriert mich immer noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Schatten vorbeikomme. Ich dachte, ich pick's ihn so ein bisschen ins Auge. Mit dem Schwert. Aber Schwert juckt ihn nicht. Bumerang juckt ihn auch nicht. Oh, danke. Weiß nicht, ob das manche Orte sind, also bestimmte Orte, wo man manchmal sowas findet, oder ob das irgendwas mit anderen zu tun hat. Warte mal. Nee, okay. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Da ist nichts. Aber hier ist was. Ha! Hier ist ja was Schönes, Feines. Hier kann ich kleiner werden, bevor ich das mache. Ah, nee, ich muss es machen. Okay. Let's go! Piep, 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 piep. Ich kann hier jetzt lang. Hier kann ich nicht lang, ne? Nee, das tut mir weh. Das tut nur weh. Oh nein.
Na gut. Wenn es sein muss. Irgendwas passiert doch gleich. Was ist das denn hier? Ist einfach nur ein bisschen Hindernisse, damit es nicht so einfach ist? Oder kommen da noch Gegner? Also bisher ist das ja super einfach, Mann. Komm, na komm. Alright. Oh Gott. Ganz ruhig. Leute, so regeln wir das aber nicht hier. So regeln wir das nicht. Okay, komm her. Komm her, trau dich. Oh yeah. Und was kriegen wir? Wir kriegen den Bogen. Damit kannst du Feinde aus der Entfernung treffen. Ich habe das Gefühl, jetzt weiß ich, wie ich diesen Typen mit diesen riesigen Augen, wie ich den besiege. Oh nein, jetzt, ach komm schon, das ist doch langweilig. Komm, ich erspare euch das, das will doch niemand sehen hier. So, geht doch. Oh Mann. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinten hinkommen. Ihr seht, da drüben ist ja auch nochmal ein Loch. Ich weiß aber nicht, wie wir das hier erreichen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für später ist. Also ignoriere ich es erstmal. Stattdessen hauen wir erstmal ab. Oh, oh. Nein. Renn, renn. Okay. Puh. Testen wir meine Theorie, ob das stimmt. Ja, es stimmt. Er wird aber aggressiv. Aua. Bam. Bam. Aua. Na komm, dreh dich, dreh dich. Ratta. Ratta. Oh yeah. Pfeile. Sie gehören in den Pfeilköcher. Was kommen wir denn? Yay. Das Gebiet ist cool. Anfangs dachte ich mir so, so ein Sumpfgebiet, weiß ich nicht. Aber jetzt finde ich es cool. So, wo können wir hinfliegen? Wo geht's hin? Hier rüber? Ja, hier rüber geht's. Ich habe bestimmt schon ein paar Orte verpasst, aber hey, 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 wir machen ja noch Backtracking. Ganz sicher, bestimmt. Also ich denke schon, ja. Weiß auch noch nicht wann, aber ja, wird schon passieren. So, genauso wie wir Bomben finden können, können wir jetzt auch Pfeile finden. Sehr schön. Dass der kleine Junge, hier mit diesem Bogen klarkommt. Finde ich krass. Ist eigentlich nicht so einfach, mit so einem Bogen rumzugehen, ne? Naja, okay, gleichzeitig ist aber auch krass im Kämpfen. Dann Junge und so ein großes, mächtiges Schwert. I don't know. Was haben wir denn hier eigentlich? Ist das ein Grabstein? So, was bist du? Hallo? Hä? Was zum... War ich das? Scheinbar. Oh, Herzzeit. Dankeschön. Ein Geist? Ich bin Magnus der Erste, der größte Meister der Schwertkunst aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich. Ein besseres gibt es nicht. Nanu, es ist noch ein wenig zu früh für dich, bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du alle 7 Schriftrollen der Schwertkunst hast. Was? Was soll das denn? Das ist der letzte? Oh Mann, habe ich schon so viel verpasst? Das kann nicht sein. Naja, wohl. Irgendwie hat das ja gerade so hingedeutet, dass das so... Dass das so stimmt, dass das so der Fall ist, ne? Naja, was soll's? Ah, wo lang? Weiß ich, wo lang? Nach links. Hier ist doch was. Diese Affenstatuen hier. Das ist für mich ja wie so ein Affengesicht. Mit Augen zu und alles. Was ist das denn hier? Stein? Hallo? Stein? Nee. Stein will nicht. Okay. Leute, dann will ich auch nicht mehr. Dann höre ich jetzt auf. Nö, das mache ich jetzt alles nicht mehr. Hier, das kann ich noch machen. Aber mehr mache ich nicht mehr. Nö, ich gehe jetzt. Bis zum nächsten Mal.